ChatGPT bekommt massiv Gegenwind und TikTok führt spannende neue Features ein. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt gleich, wie jede Woche, in ungefähr 7 Minuten die 7 wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten 7 Tagen, immer montags um 17 Uhr am Stück oder über die Woche verteilt als einzelne Kurzvideos bei Instagram, TikTok, ansonsten auch als Audio-Podcast oder als Video auf Instagram, YouTube und Facebook und dienstags, mittwochs sogar als Newsletter bei LinkedIn. Also wenn du es nicht gemacht hast, such dir deinen Lieblingskanal aus und abonniere die News dort, dann verpasst du keine News mehr und die erste News, die kommt jetzt. Instagram hat Anfang des Jahres ja neue Kernziele ausgerufen für das neue Jahr und 2 der Ziele waren, Verknüpfung zwischen den Nutzern zu stärken und Dinge besser findbar zu machen. Und beides wird jetzt in einem neuen Feature verwirklicht und zwar die Collaborative Collections, also gemeinsame Sammlungen. Du kannst ja Videos oder Posts abspeichern für dich selber. Und das kannst du jetzt auch mit anderen gemeinsam tun. Wenn du jetzt einen Beitrag abspeichern willst, dann wird dir vorgeschlagen direkt, dass du das in eine gemeinsame Collection reinpacken kannst. Kannst du dem Ding einen Namen geben und Leute hinzufügen, die das auch abspeichern sollen. Wenn du das dann machst, bekommen die eine DM geschickt, eben mit einem gespeicherten Reel oder Post oder Video. Und dann können die gemeinsam auch was hinzufügen. Heißt, dann haben beide oder alle gemeinsam Zugriff auf diese gemeinsame Sammlung, zum Beispiel für gemeinsame Rezeptideen oder für Partyvorschläge oder was auch immer ihr da gemeinsam machen wollt. Also mehr Collaboration, ganz im Sinne von dem Motto, das da Instagram ausgegeben hat, Friends who share together, stay together. ChatGPT, die KI von OpenAI, ist momentan, glaube ich, das größte Thema so in der Tech-Welt. Aber es gibt auch massiven Gegenwind. Auf der einen Seite sehr, sehr schnelle Entwicklung mit ständig neuen Funktionen und jetzt auch Plugins, die dafür geöffnet werden. Auf der anderen Seite jetzt ziemlich starker Gegenwind. Italien hat zum Beispiel ChatGPT aktuell gesperrt wegen Verstoß gegen Datenschutz. Nicht Deutschland, überraschenderweise, sondern Italien tatsächlich. Und gibt jetzt ChatGPT 20 Tage Zeit, Maßnahmen vorzustellen. Wenn sie das nicht tun, um besseren Datenschutz zu gewährleisten, drohen bis zu 20 Millionen Euro Bußgeld. Also das könnte recht teuer werden für ChatGPT. Gleichzeitig gab es einen offenen Brief von über 1000 Experten, unter anderem auch Elon Musk, die verlangen einen 6-monatigen Entwicklungsstopp für ChatGPT, um überhaupt mit der Entwicklung Herr zu werden, Schritt zu halten und entsprechende Regelungen dafür einzusetzen. Also, naja, momentan gibt es zwar sehr viel Begeisterung für ChatGPT und OpenAI oder generell KI, aber eben auch deutlichen Gegenwind, auch von Leuten, die sich eigentlich damit auskennen. Der Kollege Jakob Strelo hat eine spannende Funktion bei TikTok entdeckt und zwar auf dem Kanal von Immofinanz. Die haben offenbar die Möglichkeit schon, organische Lead-Formulare einzubauen. Dann gibt es einen kleinen Button im Video über dem Text und da kann man draufklicken und direkt ein Lead-Formular ausfüllen. In dem Fall jetzt für Immobilien, Finanzierungsangebote oder generell Kontakt, aber auch für alle anderen Möglichkeiten wäre es dann eben spannend, um eben Leads zu generieren via TikTok. Das geht ja als Ad-Format schon länger jetzt, aber offenbar, zumindest als Test aktuell, auch automatisch. Könnte sein, dass wir das bald alle haben, dass wir bald alle organische Lead-Formulare bei TikTok verwenden können. TikTok startet noch was Neues und zwar die Branded Effects. Das kennen wir schon länger von Snapchat, da gibt es ja schon lange, dass Marken sich ja gebrandete Effekte für Videos kaufen können. Das ist jetzt offenbar auch neu bei TikTok, wird bereits ausgerollt. Marken können also eigene Effekte erstellen in ihrem Brand-Layout mit witzigen Features, die eben auf die Marke irgendwie einzahlen. Das kann man selber erstellen oder sich einkaufen über Creator im Effektshaus von TikTok, kann man das machen lassen. Und dann werden die dann eben als Ad-Kampagne eingebucht, gegen Geld natürlich, auch eben gegen größere Budgets in der Regel und können sogar auf der Trending-Seite platziert werden oder halt via Influencer und Creator eben ins Rollen gebracht werden, auch vielleicht mit einer Challenge, um das Ganze zu starten.
gibt auch schon erste Kampagnen, zum Beispiel eine von Microsoft, die haben so eine WordArt-Filter-Kampagne gemacht. Ja, mit diesem alten 90er-Jahre-WordArt-Design kann man dann eigene Videos machen und das damit eben aufhübschen. Oder auch Pepsi hat eine Challenge, die heißt Hashtag New Pepsi Hit Me Like. Auch da könnt ihr mal reingucken, findet ihr viele Videos zu, die dann so einen gebrandeten Filter verwenden. Aktuell aber nicht über das normale Anzeigentool buchbar, sondern wie alle Premium-Formate nur über den TikTok-Ansprechpartner für Ort. Und auch tatsächlich nur geschlossene Beta-Phase. Ob das und wann das für alle ausgerollt wird, das weiß aktuell noch niemand. Instagram schafft neue Anzeigenformate. Aktuell sind ja sehr stark im Gespräch die Reels-Ads, die ja recht neu sind noch, dass man auch in den Reels Anzeigen schalten kann, die auch recht gut funktionieren. Und dann gibt es ein neues Format und zwar Click-to-Messenger-Ads in den Reels. Heißt, du kannst jetzt bald Reels oder kannst aktuell jetzt schon Reels-Ads schalten, die dann nicht das Ziel haben, Klick zu einer Webseite, sondern das Ziel haben, Klick zum Messenger. Möglich ist Instagram Direct Message, den normalen Facebook Messenger oder sogar WhatsApp. Aber wenn du mit deinen Kunden in Dialog kommen willst und mit denen ein Gespräch anfangen willst, kannst du das als Anzeigenziel verwenden. Meta selber sagt, 50% der Leute, die mit einer Ad Kontakt hatten, schreiben danach auch den Leuten Direct Messages oder den Marken Direct Messages. Deswegen natürlich sinnvoll, auch da ein Ad-Format für anzubieten, dass das Ganze auch dann steigert und noch mal ein bisschen verstärkt oder vereinfacht. Also wenn du auf Dialog Wert legst mit deinen Zielgruppen, neues Format bei Instagram. Eine gute Webseite wird regelmäßig getestet, ne, ob da alles gut funktioniert, welche Elemente besser funktionieren und so weiter. Auch im SEO kann man einiges testen, zum Beispiel, ob die Titel vielleicht besser wären, wenn sie anders wären, oder ob man interne Linkstruktur vielleicht auch ändern sollte. Kann man alles machen, aber John Müller von Google hat es deutlich davor gewarnt, solche Experimente mit der gesamten Website zu machen. Das kann durchaus ein Ranking-Risiko darstellen. Er rät dazu, sich ein kleines Batch aus URLs oder aus Seiten zusammenzusuchen und damit erstmal zu testen und dann zu vergleichen mit der Testgruppe, also wo nichts geändert wurde, ob das nachher besser rankt, besser funktioniert und erst dann auszurollen auf die gesamte Seite. Sonst können solche großen Tests, wenn du alle Titel zum Beispiel anpasst, können eben auch negativ sich aufs Ranking auswirken und das dann schwer wieder rückgängig zu machen. Also Tests, wenn du Tests, Experimente machst, dann am besten nur mit ein paar URLs und nicht mit der gesamten Domain direkt. Und in News in eigener Sache, aber sehr wichtig für dich, wenn du im B2B-Sektor arbeitest, am 13.04. findet die neue Hashtag Business B2B statt. Ich habe ja die Hashtag Business schon sechsmal durchgeführt, jetzt zum siebten Mal, erst in Köln, dann online und jetzt online, aber mit komplettem B2B-Fokus. Wir haben 10 Vorträge, zum Beispiel Recruiting, Social Selling, Automatisierung von Marketing, Tools, KI und viele, viele andere Online-Marketing-Themen. 10 Vorträge, ein ganzer Tag lang nur B2B und das Beste ist, komplett kostenlos. Also melde dich jetzt an zur Hashtag Business B2B. Dann sehen wir uns am 13.04. online mit einem prallvollen Tag voller B2B Marketing Know-how für Umme. Das waren die 7 aktuellsten News der aktuellen letzten 7 Tage. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne jetzt ein Abo da. Dann sehen wir uns jeden Montag um 17 Uhr oder hören uns, je nachdem wo du gerade bist, immer um 17 Uhr mit den immer aktuellsten News der letzten 7 Tage. Das war's für heute. Hab eine gute Woche, bleib gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.